Jo, hallo Leute, hier ist euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kapitel 14 wartet auf uns. Wir starten direkt rein. Und zwar Kapitel 14, die Fallenfestung. Was wartet da wohl auf uns? Darius, warum haben wir uns alle auf einmal versammelt? Was ist da los? Wir haben wichtige Informationen erhalten. Ich möchte, dass alle zuhören. Wichtige Informationen? Die möchte ich auf jeden Fall hören. Guckt euch diesen Plan an. Hier gibt es etwas von diesem Gustonkoku, das ist ein anderes Königreich. Das ist etwas, was unter Geheimnis errichtet worden ist, als das Verhältnis nicht so gut war zwischen den Königreichen. Oh Gott, das war zu schnell jetzt. Es kann sein, dass sie planen, uns anzugreifen. Wir müssen sie beschützen, diese Aitris, das ist unser Königreich. Wartet mal. Können wir den Informationen wirklich trauen? Hast du eine Information, dass du nicht mit denen unter einer Decke steckst? Ja, ich stimme dir zu. Ich habe die gleichen Sorgen wie er. Weil ich der König bin von Gustongu, fühle ich mich verpflichtet dazu, die Gegner zu stoppen. Können wir dir wirklich trauen? Mach dir keine Sorgen. Darius ist... Wir kennen ihn am besten. Ja, er irrt sich auf keinen Fall. Okay, wenn das so ist, dann lass uns einen Plan machen. Genau. Bevor sie es merken, direkt rein und kurzen Prozess machen. Überlass das mir. Ich werde es kaputt machen. Irgendwas. Ich weiß nicht, was genau er kaputt machen will. Wir müssen das Schild bewachen, was wir haben, wo die Helden reinkommen. Ja, wir werden alle zusammenarbeiten und kämpfen. Lasst uns alles zusammen machen. Ja, okay. Ja, es ist echt schwer, das so simultan zu übersetzen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, ja, wir starten direkt, würde ich sagen. Ikimasho sagt, lass uns gehen. Ich bin gespannt, wie es diesmal ausgehen wird. Ich glaube, wir haben normale Schwierigkeitsstufe wie immer gewählt, liebe Freunde. Und ich bin sehr gespannt, was hier kaputt geht. Oh mein Gott. Hier sind sehr, sehr viele Leute. Hat wohl doch nicht so gut geklappt mit dem, bevor sie es merken. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass wir da sind. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Bin mir natürlich nicht ganz so sicher. Okay, wir müssen zwei irgendwas einnehmen, glaube ich. Da, die beiden Dinger, die auf der Karte leuchten. Die grünen leuchten, das sind die, die wir einnehmen müssen, meine ich. Ah, Moment, wo bin ich denn? Ah, ich bin da. So, warte. Wir gehen mal eben hier oben hin, würde ich sagen, und versuchen hier mal... Oh, da ist ja unsere Frau. Genau, die ist mega, mega stark. Den Drachen, den wir da haben, die ist echt übelst stark, Leute. Die habe ich so heftig stark gemacht. Die ist eine Klasse aufgestiegen und alles... Und genau, wir haben ja im letzten Part auch wieder was bekommen zum Aufsteigen der Klasse. Oh, guck mal, die Gegner, die kennen wir doch von ganz Anfang, von ganz am Anfang. Ja, genau, habe ich was bekommen zum Aufsteigen der Klasse. Und das habe ich auch gemacht, und zwar mit dem Drach, ja, wie heißt der denn? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der Rote. Ja, wir haben ja die zwei, die gegeneinander gekämpft hatten. Hä? Ist der noch nicht tot? Doch, oder? Hier ist alles klar, oder?
So, warte mal. Jetzt machen wir hier eben auch noch alles klar. Ja, komm, hier. Ich glaube, da muss man eine A-Attacke. Ach, ich habe noch gar kein A. Okay. Ich kann das noch gar nicht machen. Ja, dann wartet mal kurz einen Augenblick. Dann machen wir das nochmal kurz so. Boom. Okay. Ist hier noch irgendjemand? Du bist noch da. Ist hier noch irgendjemand? Ich glaube nicht, ne? Das müsste alles sein. So, wir kämpfen hier nochmal gegen ein paar Soldaten, damit vielleicht die Tante mit dem... Ihr wisst, was mitkommt. So, wir brauchen... Moment, nein, wir brauchen ihn. So, was ist da los? Hier unten ist irgendwie... Die kämpfen da schwer. Da geht einer platt. Nein, stirb nicht. Wait a second. I'm here. Was ist mit euch los, Kollegen, hä? Oh mein Gott, ey. Hier ist aber echt bei euch... Boah, bei euch läuft aber... Alter, wie viele Gegner hier sind, ne? Jetzt so langsam fangen die an, richtig auszurasten. Aber wisst ihr was? Ich raste auch richtig aus. Ihr habt hier keine Chance. So einfach lasse ich euch hier nicht rein, Freunde. Beziehungsweise ihr seid ja schon drin. So leicht lasse ich euch nicht vertreiben, mich. Ach, keine Ahnung, was ich erzähle. Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt Attacke. Oh! Okay, es geht los, Leute. Wir müssen einfach kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wir müssen zeigen, dass wir es können in dem Spiel. Wow! Und da haut er durch. Aber ganz ehrlich, wenn es das Spiel als Kind gegeben hätte, ich glaube, ich wäre so ein Fan davon gewesen. Weil, wie gesagt, ich liebe schnelle Sachen. Und das hier ist einfach ein Spiel, wo man so schnell sein kann, weil man einfach, man muss... einfach arbeiten. Man muss einfach... Weißt du, wenn er stark genug ist hier, dann rennt der durch und schnetzelt die fast One-Hit alle weg. Wenn er stark genug ist. Okay, ich weiß nicht, wie stark er werden kann, ehrlich gesagt. Also, ja, wie Mission Sheep beides. Wie, was haben wir denn jetzt versaut hier für eine Mission? Ja, kann jetzt auch nichts für. Level up. Bin ich das? Nein, er. Ja, tut mir leid, dass ich die Mission verkackt habe hier. Aber ich bin gerade heftig am... Oh, ich bin heftig am Kämpfen hier gerade. Oh mein Gott. Komm jetzt hier, kämpf die weg, Alter. Ja. Ja, und er macht da irgendwie seine komische... Oh. Komm jetzt hier, komm jetzt. Da müssen wir ihn jetzt... Ja, zack, rein da und... Boom! Okay. So, was ist jetzt hier oben los? Da oben... Oh, Alter, sind das viele Gegner einfach. Was? Okay. Irgendwie haben wir die Mission wieder richtig gemacht. Ey, aber das sind ja sau viele Gegner jetzt hier mittlerweile. Das sind ja richtig viele Gegner. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen, ja, was heißt leveln, ein bisschen neue Materialien farmen und dann meine Runen mal wieder erweitern. Geht ja gar nicht hier, ey. So, boom. Komm schon, komm schon. Wow, 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 wow. Boom, 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 boom. Nice! Okay. Den da hinten brauche ich jetzt vielleicht nicht. Sondern ich muss da reingehen, glaube ich, erstmal. Ich muss hier reingehen. Und muss hier versuchen, jetzt ein bisschen was. Mission Kaiseris. Ja, wir müssen. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich glaube, da in die Mitte müssen wir, ne? Ja, lass uns das mal machen. Wir gehen jetzt ein bisschen kämpfen. Es muss hier gekämpft werden, Freunde. Wir müssen ordentlich vorankommen. Ein paar. Normale Gegner auch hier umschlagen, umboxen, Level up. Wer ist es? Ich bin's, Level up. Nice. Ich frag mich, bis zu welchem Level, wie gesagt, der hochgehen kann. Ich schätze mal 40 oder so, oder? Viel mehr nicht, oder? Das würde mich echt wundern, wenn wir viel mehr hochgehen könnten vom Level her. So, wir kämpfen hier einfach mal ein bisschen. Oh, das ist so stark, Alter. Ich bin so ein starker Mann hier. Oh mein Gott, okay. Darius! Ich würde ja gerne helfen, Darius! Darius! Wait a second! I will be there! Alter, ey, das ist ja... Oh, jetzt sind wir 40. Und jetzt einmal A-Attacke und dann sollte eigentlich der Großteil hier einfach weg sein und verschwinden. Komm schon jetzt. Und schon. Einmal weg. Das war's. Dankeschön. Oh, und er ist auch weg.
Alter, ey, das ist aber echt hart, was hier abgeht, ne? Was, da kommt von hinten schon wieder neue? Alter, was denn? Wo kommen die denn immer alle her? Das kann doch nicht sein. Ja, wie? Schon wieder Mission. Ja, wie schnell soll ich das denn machen, Kollege, ey? Boah, Alter, ey. Boah, hier, klopp mal kaputt jetzt. So. Boah, hier, der Darius, ja, der ist auch, ne? Da kämpft er schon wieder, bei ihm geht auf jeden Fall... Also die Monster sind schon echt stärker geworden. Beziehungsweise ich bin nicht mehr so stark, wie ich mal war, sagen wir es mal so. So, wo ist er denn? Ja, was chillt er denn hier in der Pampa, Alter? Hier musst du doch gar nicht hin, Kollege. Ganz ehrlich, du chillst an dem Platz, wo du einfach gar nicht chillen solltest. Zack, so, okay. Den hätten wir schon mal weg. Die, ah, die schaffen. Die schaffen das da schon. So, ich... Ah, nein! Die Olle ist da! Die Olle ist da, Leute! Da unten, seht ihr die Olle? Die verkauft uns so eine Schriftrolle. Ich muss schnell dahin, egal ob ich die Mission jetzt verkacke oder nicht. Ich möchte euch die Olle zeigen. Die Olle ist wichtiger als alles. Olle overall! Olle, komm her! Da ist die Olle, die Anna. Die Anna, komm mal her, Anna! Was geht bei dir, Anna? Da, wir haben die Schriftrolle bekommen. Können wir noch was bekommen? Nein, ich habe sie kaputt gemacht. Ach, jetzt habe ich schon wieder A gedrückt. Erstmal trinken. Ey, keine Ahnung, ob wir das schaffen hier, ehrlich gesagt. So, egal, wir haben die Schriftrolle. Und da unten ist die Truhe und dann wechsle ich auf... hier. So, guten Tag. Ja, was machst du, Olle, denn jetzt da, Alter? Bist du denn wahnsinnig? Der Darius, der kämpft sich da den... Der Kollege kämpft sich den Arsch ab. Hä, aber hier ist doch gar nichts. Da sind doch nur so ein paar Gegner. Naja, okay, ich würde sagen, wir schicken erstmal den Kollegen jetzt hier. Nach da. Der kann erstmal da hingehen und da kämpfen, weil der macht da eh alles kaputt. Und ich muss mit ihr jetzt da oben rein. Ich muss mit ihr jetzt dringend da oben rein. Und hier... Ja, wir müssen schnell machen, ich weiß. Wir müssen hier aufräumen jetzt. Da oben ist noch was drin, aber hier ist... Oh, hier ist schön aufgeräumt. Die habe ich eben aufgeräumt. Und dahinter befindet sich der Darius. Hier. Oder ist er? Ah, ne, hier ist er doch. Ah ja, okay. Ja, hätte ich auch von da reingehen können. Oh, bin ich blöd. Okay, so. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir hier reingehen. Und, oh, das war's schon, ne? So. Wir brauchen uns also keine Sorgen mehr, um hier die... Komm ich da irgendwie hoch? Da komm ich doch gar nicht hoch. Muss ich von außen hier? Ich sollte Kudasai. Ja, ja, ja. Ich muss mich beeilen. Ich sollte Kudasai heißt beeil dich. Nur damit ihr Bescheid wisst. Alter, seit wann ist der am Tor so stark hier? Komm, muss ich eine A-Attacke für den Wächter am Tor, Alter. Weißt du? Das ist normalerweise der gar nichts braucht, weil der so schnell kaputt ist. Und für den müssen wir jetzt hier irgendwie... Denn der lebt immer noch! Alter, der Typ ist ja stärker als irgendwie so ein normaler Endgegner. Kann doch nicht sein. Ja, ja. Okay, er zieht mir nichts ab, weißt du, aber er hat einfach Leben ohne Ende. Das finde ich nicht so gut. Okay, so, rein da, Kollege. Konnichiwa, guten Tag, konnichiwa. Boom. Konnichiwa, Kollege. So, der war einfach. Hageshiku naru hasu da. Es sollte anstrengender werden, sagst du? Ah, nee, das war ja gar nicht mehr. So, ab nach vorne. Hier haben wir die richtigen Gegner. Ich dachte, hier sind die richtigen Kollegen. Hier muss man jetzt gut kämpfen und richtig kämpfen. Ansonsten ist man da wahrscheinlich ganz schnell tot. Obwohl nicht mit ihr. Aber trotzdem. Da habe ich ein bisschen Angst. Ja, seht ihr, der Goldmann. Okay, der Goldmann ist jetzt aber auch tot. So, das... Weg mit dem Goldmann. Ja, wir haben es geschafft, glaube ich, ne?
Jetzt erstmal, ja, ihr bettelt euch hier Magie oder was? Junge, ich zeige mal, wie das geht mit der Magie, ja? Guck mal da, hier, hä? So kämpft man mit Magie ganz gut. Siehste? Mal einfach ein bisschen kämpfen. Oh, schon vorbei? Warte mal, fertig? Das war's? Nein, das Tor geht auf. Okay. Und was ist da drin? Ach du Scheiße, neue Gegner. Ach du Scheiße, neue Gegner. Ach du Scheiße. アリティアの王子だ。君たちを助けに来た。もう心配はいりません。皆さん脱出しましょう。死にたくなければ黙ってついてこい。 Wow, Alter, da ist Mars. Ich hätte nicht gedacht, dass wir von Mars gerettet werden. Held? Mein Name ist Mars, aber... Was? Obwohl du Mars heißt, bist du nicht der Held Mars? Der aus der Geschichte. Ah, er ist noch in der Phase, bevor er Held genannt wird. Wir sind ja irgendwie in einer Parallelwelt. Ja, Darius ist gefangen worden. Das tut mir leid. Ich möchte ihn retten. Können wir nicht zusammen das machen? Natürlich. Lass uns zusammenarbeiten. Aber es gibt ein Problem. Die kämpfen mit irgendwem. Aber mit wem? Was, ein großer Eingang? Es gibt irgendwie so ein Tor zum Weltenbaum oder Mana-Baum oder irgendwie sowas ähnliches. Da findet man keine vernünftige Übersetzung für. Und er regt sich jetzt darüber auf, dass es keine Möglichkeit gibt, den Darius zu retten. Na, und um das zu machen, sagt sie, jetzt müssen wir das Schild mit den Helden vervollständigen, bevor es von den Gegnern abgezogen wird. Oh, Darius hat unser Schild gehabt. Nein! Ja, und sie spürt die Kraft von dem Drachen. Okay, und sie sagen, sprechen jetzt von, das ist die Geschichte. Es gab ein kleines Dorf früher und kam ein Drache und hat dieses Königreich angegriffen.
Und der Drache, der das Dorf beschützt hat, ist hingegangen, um zu kämpfen. Okay, und der Typ, der hat sich so verausgabt und so viele Verletzungen gehabt, dass er dann gestorben ist, der Drache. Okay, und diese Schuppen oder wie auch immer man das nennen soll vom Drachen sollen immer noch auf diesem Baum, wo er gestorben ist, ja, da sein. Die sollen immer noch vorhanden sein. Das ist die Geschichte, die hat ihre Mutter, glaube ich, war es, ihr immer erzählt. Und dieses Mana-Mädchen kann jetzt eben die Kraft eines total starken Drachen spüren auf diesem Ort. Und deswegen haben sie gesagt, ja, lass uns jetzt dahin gehen. Das hört sich doch mal gut an, Leute. Das hört sich sehr interessant an. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns warten wird. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann uns... Ah, da! Seht mal, das ist diese Schriftrolle, die wir bekommen haben. Ja, wir werden uns wahrscheinlich dann jetzt auf den Weg machen zu diesem Baum, zu diesem Platz. Ja, ich bin gespannt. Hier haben wir das. Ja, das müsste dieser Baum sein. Okay, das machen wir aber im nächsten Part erst und wir können wieder ein Master-Upgrade-Klassendingens da holen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss!